Ich kann auch den ganzen Tag in meinem Zimmer chillen, aber ich weiß, ich kann auch wieder rausgehen, wenn ich will. Und das kann halt kein Zootier, sondern wir legen uns auf, dass wir behaupten können, ja, wir haben das Recht zu entscheiden, welches Tier in welches Gehege gesteckt wird. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Einmal ganz kurz vorab, falls ihr 13 Fragen schon kennt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass es gerade ein bisschen anders aussieht als sonst, weil normalerweise haben wir 6 Gäste. Leider ist diesmal eine Person krankheitsbedingt ausgefallen und der Fairness halber haben wir uns deswegen für ein Two-on-Two entschieden, damit beide Seiten sich gleich fair repräsentiert fühlen. Das war jetzt vorab wichtig, jetzt können wir aber direkt anfangen. Wir starten direkt mit unserer Konfliktfrage und zwar: Sollten Zoos abgeschafft werden? Wenn ihr sagt, ja, auf jeden Fall, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein, bitte nicht, Zoos sind wichtig, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Und jetzt könnt ihr euch gern positionieren. Wann wart ihr das letzte Mal im Zoo? Und als ihr da wart, habt ihr das mit einem guten Gewissen gemacht? Oder sind da auch mal Zweifel aufgekommen, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat? Fakt ist, Zoos sind ganz schön beliebt. Jedes Jahr strömen Millionen BesucherInnen in die über 800 Zoos, die es in Deutschland gibt. Und während die einen darin neben einem Vergnügungsort eine wichtige Bildungs- und Artenschutzstätte sehen, finden die anderen an Zoos mehr oder weniger alles falsch. Vor allem aber natürlich den Umgang mit den Tieren. Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen stehen meine Gäste hier auf dem Spielfeld und meine Aufgabe ist es, sie heute zumindest ein bisschen näher zueinander zu bringen und vielleicht finden wir ja sogar einen Kompromiss. Wo würdet ihr denn auf dem Spielfeld stehen? Bei Grün Zoos abschaffen oder Gelb? Nein, auf gar keinen Fall. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jonas, bald ist Sommer und dann werden ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Familien wahrscheinlich auch mit ihren Kindern in die Zoos strömen, sich darauf freuen. Und du sagst aber, man kann eigentlich nicht mit einem guten Gewissen in den Zoo gehen. Warum? Also es gibt super, super viele Argumente, die dagegen sprechen, in den Zoo zu gehen. In erster Linie, und das ist ja auch relativ offensichtlich, geht man an einen Ort, wo ganz, ganz viele Tiere gefangen sind. Meiner Meinung nach sind Zoos eine unethische Form der Tierausstellung, die zur menschlichen Unterhaltung gilt. Und deswegen sollte man die Millionen Gelder, die jedes Jahr in Zoos gesteckt werden, unter anderem auch unsere Steuergelder, viel besser in lokale Artenschutzprojekte gesteckt werden oder vielleicht auch in Tiersanctuaries. Da ist das Geld besser angelegt. Und wie war das bei dir, als du ein Kind warst? Bist du da auch in den Zoo gegangen und bist du da auch gern in den Zoo gegangen? Ich bin tatsächlich sehr gerne in den Zoo gegangen. Ich hatte als Kind sogar auch eine Dauerjahreskarte im Kölner Zoo. Okay. Also ich war großer Zoo-Fan und ich habe sogar noch in meinem Leistungskurs Bio in der 12. Klasse meine Facharbeit über das Verhalten von Mantelpavian geschrieben und war dafür 2 Wochen im Kölner Zoo. Also ich hatte, bis ich 18 war, eine quasi relativ enge Bindung sogar zum Zoo, weil ich bis dahin eben nicht wirklich realisiert habe, was es eigentlich für die Tiere bedeutet, in so einem Gehege zu sein und das meistens sogar das Leben lang. Tobi, du bist Zoo-Enthusiast, kann man sagen. Du hast, glaube ich, immer noch eine Jahreskarte, auch schon seit 17 Jahren. Kannst du mit einem guten Gewissen in den Zoo gehen oder ist es so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig für dich? Also ich finde es ganz interessant, weil ich eine ähnliche Entwicklung hatte wie Jonas, dass ich auch als Kind sehr gerne in den Zoo gegangen bin und dann irgendwann auch realisiert habe, dass das eigentlich eine ziemlich deprimierende Angelegenheit ist. Als Kind ist man da relativ unkritisch und habe dann 15 Jahre lang bin ich nicht in den Zoo gegangen, so von Ende der 80er bis Anfang des neuen Jahrtausends. Und dann war ich mal wieder im Zoo, weil es sich so ergeben hat. Und dann habe ich festgestellt, dass sich in dieser Zeit einfach extrem viel verändert hat und die Zoos von heute mit denen meiner Kindheit nicht vergleichbar sind. Ich meine, Zoos bieten eine wichtige Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Sie sollten nicht abgeschafft werden, weil sie ein Bewusstsein für Tiere schaffen können, wie es andere Orte nicht schaffen können, wie es auch Filme nicht schaffen können. Bei den meisten Zoos gehe ich mit einem guten Gefühl rein und auch mit einem guten Gefühl wieder raus. Ich gucke mir manchmal auch irgendwelche kleineren Zoos an, aus Interesse, weil ich vorbeikomme dran oder so. Und da ist das nicht immer so. Und ich meine auch, dass alle Zoos noch einen Weg vor sich haben, dass diese Entwicklung überall noch nicht abgeschlossen ist. Aber dass bei den großen Zoos der überwiegende Teil gut zu besuchen ist und dass die Zoos sich der Schwachstellen auch bewusst sind. Und ist das dann für dich, wenn du in den Zoo gehst, Unterhaltung oder Bildung? Weil das klingt jetzt schon eher so wie so ein Hobby, wie andere sich vielleicht vorm Fernseher setzen, gehst du in den Zoo. Ich würde sagen, die Grenze ist da fließend. Für mich
ich bin interessiert eben an Zoos, an Zoogeschichte, an Zooarchitektur und an der Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Zoos. Klar ist es eine Form von Bildung, also ich bilde mich darüber, aber es dient natürlich auch meiner persönlichen Unterhaltung und Entspannung. Mhm. Yvonne, Thema Bildung nämlich. Es gibt super viele Kinder, die mit großen Augen im Zoo stehen und das über alles lieben und sich wahrscheinlich genau darauf freuen, im Sommer endlich wieder in den Zoo zu können. Würdest du denn sagen, dass Zoos grundsätzlich eine pädagogisch wertvolle Bildungsstätte sein können und dass die einem auch Respekt gegenüber dem Tierreich vermitteln können? Also Zoos basieren ja auf einer speziesistischen Denkweise, also diese falsche Annahme, dass wir Menschen alles mit Tieren machen können, was wir wollen. Und in Zoos eben, dass wir Tiere zu unserer Unterhaltung einsperren und zur Schau stellen können. Und das wird eben nochmal verfestigt. Also Zoos verfestigen nur dieses speziesistische Bild, diesen Irrglauben, wir Menschen wären vermeintlich viel mehr wert als andere Tiere. Und von daher kann ich ja nicht zustimmen. Zoos haben keinen Bildungseffekt, weil sie lediglich vermitteln, dass es vermeintlich in Ordnung ist, dass wir Tiere einsperren zur Unterhaltung des Menschen. Und sie zeigen auch ganz viel Falsches. Also zum Beispiel flügelgestutzte Vögel oder Orang-Utans, die verhaltensgestört auf dem Betonboden sitzen, statt im Regenwald oben in den Bäumen. Jeff ist gleich raus aus dem Studio. Ja. Ich glaube, du musst ein bisschen nach hinten laufen, ist gut, aber du musst ein bisschen drauf aufpassen, dass man dich noch in der Kamera sieht. Aber warum hast du gerade fast das Studio verlassen? Nein, schrecklich. Also das sind ja Aussagen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und beim besten Willen, du hast doch sicherlich auch schon mal Kontakt mit diesen ganzen Zooleuten aufgenommen, wie die diese Tiere schätzen, wie die dahinter stehen. Und ich spreche jetzt nicht von mir, sondern wirklich von der Gemeinschaft, die ich die Möglichkeit hatte, kennenzulernen. Da steht das Tier an erster Stelle und die kämpfen für die Rechte dieser Tiere und die setzen dich dafür ein. Ich bin absolut pro Zoo, weil ich einfach die vielen positiven Aspekte sehe. Umweltschutz, Tierschutz, Artenschutz, aber auch Bildung und natürlich zum gewissen Maße, was dazukommt. Der letzte Punkt, Erholung für die Leute. Yvonne, möchtest du darauf reagieren? Also ich würde auch nicht den Menschen in der Zoogemeinschaft, wie du sagst, vorwerfen, dass sie da natürlich bewusst oder vorsätzlich Tiere quälen, sondern diese Menschen sind eben in diesem System so sehr drin, dass das was ganz Normales ist, dass wir eben, wie ich sagte, dass wir Tiere mit Tieren machen können, was wir wollen, was ja in ganz vielen anderen Bereichen auch noch so ist. Jeff, was können einem denn Zoos vermitteln, was andere Bildungsstätten einem vielleicht nicht vermitteln können? Ein Kind geht in den Zoo und schaut sich dieses Tier an und fragt die Mutter vielleicht später, hey Mama, können wir das auch draußen im Wald finden? Und die Mutter wird das Kind anschauen und sagen, nein Kind, die gibt es schon seit 30 Jahren nicht mehr. Das ist ein Punkt, wo wir hinkommen werden und den wir vermeiden müssen. Und dafür setzen wir uns ein. Und auch da steht wiederum das Tier an erster Stelle auf einer pädagogischen Basis. Jonas, was sagst du dazu? Also vor allem, wenn wir jetzt vielleicht auch überlegen, Menschen, Kinder, die in der Großstadt groß werden und vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie eine Tiernähe zu haben. Kann das für die nicht eine tolle Chance sein, ins Zoo zu gehen? Nicht wirklich. Also erstmal, Jeff, was du ja gerade gesagt hattest, das ist ja erstmal so eine Hypothese, die ich auf eine Zeit bezieht, wo es vielleicht wirklich diese ganzen Tiere nicht mehr in freier Wildbahn gibt. Der Jetzt-Zustand, auch wenn es natürlich ein extremes Artensterben auch aktuell schon gibt, ist natürlich, dass man die allermeisten Tiere, die man in Zoos sehen kann, schon auch noch in der Wildbahn sehen könnte. Auch das natürlich rein hypothetisch. Aber das ist nicht die Frage, die Kinder dann ihren Eltern stellen, sondern was ich zumindest noch vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal im Zoo war, beobachtet habe, ist, dass Kindern, die nicht geführt durch Zoos geleitet werden, wo dann jemand dabei ist, der was erklärt, dass Kinder Zoos als reines Entertainment sehen, nicht um sich zu bilden. Kinder stellen sich nicht reflektiert die Frage, wo kommt dieses Tier wohl eigentlich her, sondern wenn man den Eisbär sieht auf dem Beton, dann wird dort nicht vermittelt, dieses Tier ist vielleicht vom Aussterben bedroht oder sonst irgendwas. Da muss man sich schon die Infotafel durchlesen. Deswegen glaube ich, ist der Effekt, dass Zoos eben bilden sollen, der ist nicht so groß, weil die Leute gehen nicht in Zoos, um sich zu bilden, die allermeisten, sondern es ist Entertainment. Man geht dann auch auf den Spielplatz auf dem Zoo, man isst danach vielleicht auch noch eine Wurst irgendwie im Restaurant. Das ist, glaube ich, nicht das, wie sich der Zoo vielleicht selber sieht oder wo der Zoo selber gerne sein würde. Tobi, auch einmal an dich weitergegeben, den Punkt von Jonas gerade, dass er sagt, er hat nicht das Gefühl, dass im Zoo wirklich Bildung vermittelt wird, sondern dass Kinder da durchgehen, das bestimmt auch richtig, richtig toll finden, aber sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in den Zoo gehen, weil sie mega Bock haben, sich die viereckigen Schilder durchzulesen. Also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich war als Kind viel im Zoo und ich wollte alles wissen. Ich habe das total aufgesogen und
vielleicht bin ich nicht die Regel, aber ich glaube zum Beispiel, wenn heute Leute richtig fanatische, leidenschaftliche Fußballfans sind, dann sind das meistens die, die als Kinder mit ihren Vätern ins Stadion gegangen sind und da dann das Ganze sensorisch als Ganzes erlebt haben mit dem Lärm und den Gerüchen und eben diese ganzheitliche Erfahrung gemacht haben. Und ich glaube, so ist es heute, wenn man wirklicher Tierliebhaber ist, muss man auch diese sensorischen Erfahrungen machen. Ich glaube, wenn man als Kind in den Zoo geht und das eben das riecht und die Größe einer Giraffe wirklich sieht und nicht nur im Fernsehen, wo es einfach nicht dargestellt werden kann, dann macht das was ganz anderes mit einem als wie gesagt, nur eine distanzierte Erfahrung. So wie du es jetzt ausgedrückt hast, würde das ja bedeuten, man wird nur Artenschützer, wenn man im Zoo war und man lernt nicht über andere Wege, und das ist ja Quatsch. Natürlich kann man auch auf anderen Wegen Artenschutz, Interesse wecken und Wissen vermitteln über Tiere. Und ich bin da auch ganz bei Jonas. Also meine Erfahrung aus Zoos heraus, ich habe auch im Studium viel Zeit verbracht, Verhalten bei den Tieren angeschaut, stundenlang vor einem Gehege. Und die Menschen strömen da durch, die bleiben kaum stehen und gucken sich mal wirklich die Tiere an, geschweige denn, dass sie sich da mal die Infos durchlesen. Das kommt nicht an. Da stehen die Leute vorm Erdferkelgehege und sagen, Mama, guck mal, ein Känguru. Und dann könnte man jetzt auch sagen, natürlich, okay, gerade deswegen brauchen wir das vielleicht, dass es vermittelt wird. Aber es funktioniert einfach nicht über die Zoos, weil man da nicht die Leute so erreicht. Ich wollte gerade einen Schritt nach vorne gehen. Also bei deinen ersten Argumentationen bin ich ganz bei dir. Das sind natürlich auch für uns mega deprimierende Momente, wenn ich da eine Mutter mit dem Kind stehen habe und die zeigen auf irgendein Tier und benennen es komplett falsch. Dann denke ich, hab ich wahrscheinlich genau das Gefühl, was du auch jetzt besprochen hast. Ja, geht es uns nicht anders? Ich habe aber auch die anderen Kinder, die 8-Jährigen, 10-Jährige, die mich anschauen und die dann sagen, ah, ich habe dieses tolle Video gehört über die Komodowaran und ist es denn wirklich so schlimm, dass der Meeresspiegel steigen wird? Und die kommen mit Infos, die mich so immer wieder aufs Neueste beeindrucken, aber jetzt was hast ich du einfach gesagt, schön Video. Finde. Also es geht ja auch anders dann. Also sie haben dann nicht gesagt, wir haben das Tier XY da jetzt im Gehege gesehen, sondern auch vielleicht irgendwie über eine Dokumentation. Das auch, ja. Und das ist auch der Punkt, wo ich einen Schritt nach vorne gehe. Ja, es gibt auch andere Aspekte, wo wir es angehen können. Und trotzdem glaube ich, dass jetzt so, wie vorhin besprochen wurde, einfach ein riesiger Aspekt ist, wo man es anders nochmal erleben kann. Und viele Leute können es sich nicht leisten, irgendwo nach Afrika zu fliegen und sich das mal anzuschauen. Viele Leute in Wien mit 12, 14 Jahren, die haben noch nie einen Rind gesehen. Die freuen sich, wenn sie in den Zoo gehen können, einen Rind anschauen. Die fahren an die VetMed-Uni dort, um hinten die Pferde zu sehen. Und das ist auch immer so das Argument, was ganz oft kommt, ja, Kinder müssen doch mal einen lebenden Elefanten gesehen haben. Warum müssen sie das? Warum glauben wir? Das ist so ein Anspruch, den man hat. Wir würden ja auch nicht sagen, jeder Mensch muss mal irgendwie die Weltwunder, keine Ahnung was, stimmt, gesehen haben. Dann brauchen sie aber auch kein Pferd, kein Rind und kein Schwein sehen, oder? Ich glaube, das war nicht dein Punkt, sondern dein Punkt war, keine Tiere, die so weit entfernt leben, dass wir sie uns hier extra herholen, um sie sehen zu können. Ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, was ihr ja jetzt schon viel angerissen habt, ist, du, Tobi, meintest, glaube ich, auch in deiner Kindheit sahen Zoos ganz anders aus als jetzt, was es dir jetzt auch viel einfacher macht, irgendwie gerne mit gutem Gewissen in den Zoo zu gehen. Weil wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückschauen, dann hat man ganz klassisch wirklich kleine Gehege, die sehen aus wie kleine Gefängnisse und man merkt, da hat sich schon viel getan und man hat das Gefühl, es wird mehr darauf geachtet, dass die Tiere wirklich artengerechter leben und in naturnah gestalteten Gehegen. Würdest du denn da sagen, Yvonne, da geht's ums Tierwohl? Ich glaube, wie gesagt, ich würde jetzt den Zoos nicht unbedingt vorwerfen, dass das gar keine Rolle spielt. Also natürlich spielt das so ein bisschen mit rein, aber letztendlich, was wir eben beobachten, ja, die Zoogehege haben sich verändert in den letzten Jahren, aber es ist eben vieles auch so für dieses Wohlfühlen der ZoobesucherInnen, dass man dann eben im Eisbärengehege so diese schöne Kunstfelsenkulisse, aufgemalte Tundralandschaft irgendwie hat, damit das wirklich einen schönen Effekt hat. Vielleicht kommen auch noch ein paar Quadratmeter dazu. Letztendlich ändert sich für die Tiere aber nichts und der Eisbär hat immer noch dieselbe Verhaltensstörung. Und ein wirkliches Umdenken bei den Zoos für mich würde bedeuten, also als allerersten Schritt zumindest ein paar Tierarten, wo wir wirklich wissen, die kann man einfach nicht gut halten, da jetzt mal einen Schnitt zu ziehen, statt einfach die Gehege so ein bisschen zu verschönern. Also sagst du, es geht da eigentlich gar nicht um die Tiere, sondern es geht eher um uns,
damit es für uns angenehmer ist, das anzugucken und es wir weniger auch um ein schlechtes Image. Gewissen haben. Genau. Was sagt ihr da? Seid ihr beide einen Schritt auf sie zu? Du bist einen Schritt auf sie zugegangen auch. Ja, tatsächlich. Also es gibt Arten, die kann man eigentlich nicht ordentlich in menschlicher Obhut halten. Wenn man von den ganzen Delfinen und die ganzen Meeressäuger uns das anschauen, ja. Ich glaube, das ist auch ein großer Schritt, den da viele Zoos gemacht haben, wo sie einfach gemerkt haben, oh je, wir haben Scheiße gebaut. Ich hatte die große Chance, dass ich auch bei einem SeaWorld mitgearbeitet habe. Und ich habe mich so gefreut, diese Tierpfleger kennenzulernen, die aktiv mit den Delfinen arbeiten. Weil für mich waren das Unmenschen. Das können ja keine guten Menschen sein. Und in den Gesprächen ist eigentlich nur rausgekommen, dass alle sagen, hey, diese Delfine im Allgemeinen, denen geht es nicht wunderbar. Aber wenn wir mit ihnen arbeiten und da eine Show ist und die Leute jubeln und die rumspringen, die freuen sich mega. Das ist wirklich eine tolle Beschäftigung für die Tiere. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo ich euch hoffentlich abholen werde, sie sagen, wir baden eigentlich die Scheiße aus, was unsere Vorgänger vor 50 Jahren gemacht haben. Und auch wir wollen nicht, dass solche Tiere nachgezüchtet werden und auch wir stehen nicht dahinter, dass sie hier sind. Wir haben diese Tiere, wir müssen mit ihnen arbeiten, wir versuchen sie zu beschäftigen und wir holen das Beste raus. Und wir kommunizieren aber auch insofern wie möglich diese Thematik nach außen. Jonas, was denkst du denn, diese Veränderung der Art, wie die Gehege mittlerweile aussehen, dass die naturnah sind, dass die artengerechter gestaltet sind, das sollte ja eigentlich erstmal in deinem Interesse sein, oder? Ja, grundsätzlich ist das natürlich in meinem Interesse, dass das in diese Richtung passiert. Wobei ich ja einfach ziemlich kompromisslos sagen würde, ich möchte generell nicht, dass die Tiere gefangen werden. Also es gibt, glaube ich, wir sprechen nicht von ein paar Arten. Du hast es eben kurz angeschnitten jetzt, dass man sagen kann, okay, es sind jetzt vielleicht die großen Säuger, die man da hat, wo man irgendwie sagt, okay, die können jetzt nicht eingesperrt werden, sondern ich glaube, wir reden wirklich von einer ganzen Menge. Auch wenn wir uns im Bereich Aquaristik anschauen, also super, super, super viele Fische werden absolut nicht artgerecht gehalten. Also, aber, ne, also auch, um Jeff nicht mich falsch verstehen, ich würde auch wirklich niemandem, der im Zoo arbeitet, darstellen, dass er Böses für die Tiere will. Ich glaube nur einfach, dass die Ansichten von uns beiden beispielsweise dir gegenüber da einfach dann doch recht unterschiedlich sind, was das, wie wir das Tier wohl selber sehen oder wie wir auch die Zoos in ihrer Funktion sehen oder wie sie sich selber eben betrachten. Deswegen, ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist nicht genug Tempo. Wie geht's euch denn? Könnt ihr mit einem guten Gewissen in den Zoo gehen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Tobi, wie geht's dir denn damit? Also gibt es Tiere, die du am liebsten gar nicht mehr im Zoo sehen würdest, weil die eventuell unter diesen Bedingungen noch deutlich stärker leiden als vielleicht andere Tiere? Also Delfine ist so ein Fall, der, glaube ich, zu Recht umstritten ist. Aber warum? Kannst du das einmal kurz erklären? Weil Delfine in den Becken, glaube ich, Schwierigkeiten haben mit ihrem Sonarsystem, dass das reflektiert wird von den Becken, dass die Wasserqualität nicht gut ist für die Delfine und dass Delfine natürlich einen dreidimensionalen Lebensraum haben im Meer, der in der Form nicht darstellbar ist. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland mittlerweile nur noch zwei Delfinarien. Ich glaube, vor 50 Jahren waren es bestimmt noch 20. Eisbärenhaltung gibt es immer weniger. Zuletzt hat Wuppertal die Eisbärenhaltung aufgegeben, weil sie eingesehen haben, dass sie den einfach nicht ansatzweise ein standesgemäßes Leben ermöglichen können. Insofern glaube ich, dass vor allem die Haltungsrichtlinien verschärft werden müssen und auch besser kontrolliert werden müssen. Gerade bei Eisbären ist es so, dann müssen wir halt sagen, okay, die Haltungsrichtlinien müssen so sein, dass das Gehege halt 1 Hektar mindestens groß sein muss und dass das Becken mindestens 7 Meter tief sein muss. Und wenn das nicht erfüllt werden kann, dann gibt es halt keine Eisbären. Jeff, du arbeitest als Tierarzt für Wildtiere und Exoten. Wir haben heute leider keine Zoodirektorin hier, weil sie krank geworden ist, aber du hast ja einen guten Einblick ins Zooleben. Und deswegen frage ich mich, wie entscheidet man, ab welcher Art von Einschränkungen oder unter welchen Bedingungen ist es okay, ein Tier zu halten und ab welchen nicht? Super, super schwer. Also eine konkrete Grenze gibt es nicht. Ja. Es hat ja auch alles immer ein bisschen ein Pro und ein Contra. Reden wir jetzt zum Beispiel von den Eisbären. In Deutschland war es, glaube ich, der Knut, der auf die Welt gekommen ist. In Österreich war es die Finja. Die haben Millionen von Geldern reingebracht. Die Leute haben diesen Zoo praktisch überrollt, ja. Jeder wollte diese kleinen, süßen Eisbären sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo landet dieses Geld? Was können wir mit diesem Geld machen? Auch da bin ich jetzt kein Entscheidungsträger. Aber als eines der Grundprinzipien vom Zoo
ist ja dieser Artenschutz, Umweltschutz. Und da gehe ich ja mal davon aus, dass zum gewissen Maße auch genau diese Aspekte unterstützt werden. Auf Kosten, und jetzt nehme ich zum ersten Mal dieses Wort auch wirklich in den Mund, auf Kosten eines einzelnen Individuums. Also ganz kurz, um es nochmal zu verstehen. Du sagst, wenn zum Beispiel ein Eisbärenbaby wie Knut geboren wird und dann die Leute alle in die Zoos strömen, weil der medial so präsent ist und man sagt, wir wollen unbedingt Knut sehen, dass deiner Meinung nach okay ist, wenn ein Individuum, ein Tier darunter leidet, weil das so viel Geld einspielt, was wiederum gespendet wird für Umweltschutz, dass wir einfach dafür sorgen, dass unsere Gewässer nicht oder unser Eis nicht wegschmilzt, dass diese Tiere in freier Wildbahn noch einen Lebensraum haben, dass diese Tiere in freier Wildbahn noch einen Platz haben, wo sie vielleicht auch in 50 Jahren leben. Also sagst du, ein Tierleben macht einen Abstrich dafür, dass vielleicht viele mehr gerettet werden können? Das ist Populationsschutz, das ist in vielen Momenten der oder per Definition der Punkt, wo sich Tierschutz und Artenschutz sehr wohl widersprechen. Yvonne, Findest du das auch eine gute Idee, so wie Jeff? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist eben so dieses Grundsätzliche, wo man einfach nicht zusammenkommt. Im Artenschutz geht es um Arten und Populationen. Und wir als Tierrechtler haben natürlich jedes Individuum im Blick. Und für uns zählt jedes Individuum. Und es ist ja jetzt nicht nur ein Tier wie Knut, sondern das sind ja Hunderte, Tausende über Generationen hinweg. Also es sind dann auch nicht mehr diese Einzelfälle. Aber die Individuen letztendlich sind die Tiere, die leidensfähig sind. Die Population oder die Art leidet nicht. Und so hart sich das anhört, wenn der Eisbär aussterben würde, die Art interessiert das nicht, aber das Individuum leidet. Natürlich muss es Artenschutz geben, aber eben im Lebensraum der Tiere. Und das sollte eben Vorrang haben. Tobi? Ja, bei Eisbären ist es so ein bisschen so, dass tatsächlich ja der Lebensraum im wahrsten Sinne des Wortes wegschmilzt. Und ich meine, dass es auch möglich ist, Eisbären im Zoo zu halten, ohne dass sie darunter leiden, wenn man ihnen eine reizreiche Umgebung bietet. Es gibt Zoos jetzt mit Wellenmaschinen im Eisbärenbecken und sie geben den Eisbären die Möglichkeit zu graben. Es gibt sogar Zoos, wo unter Wasser Kanonen angebracht sind, wo gefrorene Fische reingeschossen werden, damit die Eisbären quasi Fische fangen können. Das ist natürlich alles nur eine Simulation der Realität, aber es ist wahrscheinlich für den Eisbären angenehmer, als entweder in Kanada auf einer Müllkippe zu leben, was ja mittlerweile auch viele Eisbären machen, wo sie sich auch nicht groß bewegen, oder auf einer Eisscholle zu sitzen und irgendwann zu ertrinken, weil man keine weitere Eisscholle findet. Jonas, wie beantwortest du denn für dich diese tierethische Frage, zu sagen, wir haben hier ein Individuum, wir entscheiden aber, das ist okay, dass das einen Abstrich macht, sein ganzes Leben lang, weil das spielt ja wiederum Geld für super viele andere Tiere ein. Ja, auch da muss man, glaube ich, einfach mal, und das kann vielleicht auch nachträglich dann getan werden, ein möglicher Faktencheck erfolgen, weil diese Idee, wir haben ja ein Individuum wie zum Beispiel Knut, wo super viele Leute in den Zoo gehen und es kommt viel Geld rein. Das ist ja nicht so, dass das ganze Geld, also der Zoos sind keine gemeinnützigen Vereine, wo das gesamte Geld gespendet wird oder so. Das ist verschobene Realität. Für mich ist sowieso die aktuelle Idee davon, wie sich viele auch gerade sagen, sie werden Natur- und Artenschutzzentren und nicht mehr reine Tierparks oder so, ist das sehr viel meines Erachtens Green Labeling weil das ist nicht die Realität. Also von den Einnahmen, die ein Zoo macht, ist ein Bruchteil, wird investiert in Artenschutz. Und das reicht nicht aus. Also ist es nicht 10.000 Eisbären irgendwie geholfen, weil ein Knut dann von vielen Leuten da begafft wird und gefangen gehalten wird. So funktioniert ja die Rechnung nicht. Jeff, das würde ich gerne an dich weitergeben, Thema Artenschutz. Also ihr wollt ja auch einen Beitrag zum Artenschutz leisten, zum Beispiel auch durch die Forschung oder die Haltung und Vermehrung bestimmter Tiere. Wie wichtig sind denn deiner Meinung nach Zoos für die Erhaltung gefährdeter Tierarten? Ja, unglaublich wichtig. Aber auch hier müssen wir natürlich wieder unterscheiden, was ist jetzt das ganze Konzept dahinter. Ja, da kann man überhaupt nicht anfangen, irgendwas zu verallgemeinern. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel, die Kurzohrmaus 1962 hier in Deutschland beschrieben, 1962, also im gleichen Jahr, ausgestorben. Wir haben eine Wiese mit ein paar Individuen, 6 bis 10 Tiere dürfen im Jahr abgefangen werden. Das ganze Projekt ist vor 1-2 Jahren gestartet. Jetzt haben wir die in Zoos, wo wir die aktiv vermehren, mit dem Ziel, diese Tiere auch wieder aktiv ansiedeln zu können. Wo wir aber auch andere Maßnahmen nehmen müssen, da kann ich noch nicht zu viel verraten, aber natürlich, wenn uns dieses Land nicht gehört, können wir nichts machen. Ja, wir müssen diese Lebensräume schützen, damit wir diese Tiere, die wir bei uns züchten, auch dort wieder auslassen können. Ist aber prozentual gesehen sicherlich eher ein geringer Teil, ist aber ein super wichtiger Teil, ja, weil wir auch
diese Arten vom Aussterben retten. Und der andere Aspekt ist natürlich Tiere, wo wir Ex-Situ-Erhaltungszuchten betreiben, wo vielleicht nicht unbedingt das Ziel sein muss, dass diese Tiere wieder angesiedelt werden, aber dass wir zumindest eine Backup-Population haben, dass wir vielleicht in 30 Jahren den Leuten gewisse Arten zeigen können, die es nicht mehr geben wird. Das heißt, für dich können Zoos auch so eine Art Arche Noah-Funktion haben? Absolut. Die Funktion als Arche Noah ist eine wichtige Rolle, aber soll nicht diese andere Funktion überspielen. Ja, also es gibt so viele Systeme, wie wir Arten. Wie würde diese Arche Noah dann aussehen? Also da sind dann Tierarten auf diesem Schiff, die sonst zum Beispiel schon ausgestorben sind. Also das heißt, die Arche Noah hat eigentlich eine Endstation, oder? Also von diesem Bild vom Schiff, da müssen wir komplett zurückgehen. Ja, wir stellen uns eher so einen alten Keller vor, wo ganz viele Forscher rumsitzen und sich einfach freuen, dass dieser kleine braune Fisch noch immer lebt. Wir haben zum Beispiel mexikanische Hochlandkärpflinge bei uns im Haus des Meeres. Das ist wahrscheinlich die bedrohteste Süßwasserfischart überhaupt. Wir kämpfen darum, dass diese Tiere nicht wegsterben, bevor es zu spät ist. Einer meiner Arbeitskollegen verlässt jetzt aktiv den Zoo und geht aber nach Mexiko, lebt dort und wird dort dafür kämpfen, dass diese Flussregionen renaturiert werden, damit diese Fische, die wir im Keller sitzen haben, dass die auch eine Möglichkeit haben, irgendwann dort diese Flüsse zu besiedeln. Also Jeff sagt, Zoos können auch ein Genpool und ein letzter Rückzugsraum für Tierarten sein. Würdet ihr da zustimmen? Also ich habe mal das schöne Bild irgendwo gehört, wenn man sich das Artensterben vorstellt als einen Menschen, der verblutet, der im Sterben liegt, dann ist das, was die Zoos machen, quasi ein Pflaster draufkleben und sagen, wir kümmern uns. Also es ist einfach in so einem in so einer Wahnsinnsrate das Artensterben, dass da diese kleinen Einzelbeispiele wie jetzt Wiesent zum Beispiel. Das kann einfach das Artensterben nicht stoppen. Und ich glaube, es ist auch ganz gefährlich, dass Zoos so dieses Bild von der Arche vermitteln, weil bei vielen Leuten dann irgendwie ankommt, naja, irgendwer kümmert sich ja schon, da muss ich ja jetzt selber mir keine Gedanken mehr drum machen. Also würdest du sagen, das ist so eine Art vorgeschobenes Argument? Genau, also es ist natürlich so eine dieser Rechtfertigungsgründe, die von den Zoos angeführt werden. Aber wirklich das, was du dabei rumkommt, effizient, ist eben sehr, sehr gering. Mhm. Tobi, kannst du das nachvollziehen, was Yvonne sagt? Ich frage mich, ob es dir lieber wäre, wenn diese zugegeben relativ wenigen Arten, die in Zoos erwiesenermaßen gerettet wurden, wie die Oryx-Antilope, der Davidshirsch, der Wiesent, der mesopotamische Dammhirsch und so. Es gibt ja so ein paar, bei denen das so ist. Wäre es dir lieber, wenn die ausgestorben wären, als wenn die nicht in Zoos erhalten worden wären? Yvonne. Nee, so würde ich es natürlich nicht ausdrücken. Natürlich müssen Artenschutzbemühungen stattfinden, aber die Frage für mich ist eben, ist das der richtige Weg, dass man das in den Zoos so macht? Also man sollte eben möglichst früh ansetzen und schauen, was sind die Gründe, was sind die Ursachen, Klimawandel, Regenwald, der verloren geht und dass man da schon ansetzt und da sehe ich eben auch die Zoos viel zu wenig. Also wenn ich neben dem Eisbären- und Pinguingehege im Tierpark Hagenbeck den Fischbrötchenstand habe, dann frage ich mich, passt das zusammen? Wie siehst du das denn, Jonas? Würdest du sagen, man sollte die Tierarten lieber in den nächsten 100 Jahren aussterben lassen, als quasi so ein Bild zu erzeugen, dass es hier noch ein letztes Tier davon im Zoo gibt? Ja, auch hier muss man natürlich wieder einordnen, dass das jetzt wieder ein hypothetisches Szenario ist. Aktuell sind Zoos keine Arche Noah oder was Ähnliches. Also über 80% im Schnitt der Tiere, die in Zoos sind, sind keine bedrohten Arten. Das heißt also, da kann man sich generell die Frage stellen, müssen diese Tiere dort sein und eben vor allem auch, wenn sie dort sind, ist es dann wirklich deswegen um die anderen 20%, weil es zur Erhaltung so wichtig ist. Und ich meine am Ende, und auch da sage ich, habe ich einen pragmatischen Ansatz, wenn es jetzt um diese 50 Tiere geht oder diese 50 Arten, die dann eben aussterben, dann ist es halt so, wenn das in der Konsequenz bedeuten würde, dass es dafür keine Zoos mehr gäbe und keine Tiere in der Menge, Millionen Tiere weltweit, dass die gefangen sein müssten. Wir reden ja hier davon, dass täglich 100 Arten aussterben. Das ist, wie gesagt, wirklich nur ein Tropfen auf heißen Stein. Tobi? Ich finde allgemein tatsächlich auch, dass das Artenschutzthema von den Zoos ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird, dass bei jedem Känguru, was geboren wird, am Gehege steht, oh, wieder ein Beitrag für den Artenschutz. Dabei gibt es Kängurus wirklich viele. Ich finde trotzdem aber, dass der Artenschutz ein wichtiges Thema ist. Und zum Beispiel der Amur-Leopard ist so ein Beispiel, wo davon auszugehen ist, dass der wahrscheinlich in freier Wildbahn nicht überleben wird, auch wenn sich der Bestand zuletzt ein bisschen erholt hat. Aber wegen Wilderei, wegen Lebensraumverkleinerung, all das
In Zoos können sie aber recht gut erhalten werden. Soll man jetzt sagen, okay, wir lassen die aussterben? Oder soll man sagen, wir versuchen sie so zu erhalten, dass es vielleicht in fernerer Zukunft eine Möglichkeit gibt, sie auszuwildern durch entsprechende Trainings? Ist natürlich nicht einfach, aber man könnte diese Art erhalten. Was ich für den besseren Weg halte, als einfach zu sagen, ja, dann ist das eben so. Kann ich da gerade noch was dazu sagen? Na klar. Also das ist das, was so verkauft wird. Okay, vielleicht irgendwann können wir dann die Tiere auch wieder auswildern. Aber erstmal ist natürlich Grundvoraussetzung, ist dann überhaupt noch der Lebensraum so vorhanden? Und das andere Wichtige ist, wird das überhaupt möglich sein? Also können diese Tiere danach überleben? Weil auch Studien eben zeigen, dass die Tiere in Gefangenschaft schon gewisse Anpassungen und Veränderungen durchlaufen. Also zum Beispiel Papageien, wo sich die Flügelform verändert, sodass sie schlechter für die Migrationsrouten gewappnet sind. Die Flügelform hat sich auch beim Klimawandel verändert. Die Tiere passen sich genauso an die Umgebungsbedingungen auch in freier Wildbahn an. Ja, das ist so. Also ich meine, die Auswilderung ist bestimmt nicht einfach. Und der Waldrapp ist ja auch so ein Beispiel für ein Tier, was im Zoo gerettet worden ist. Und da macht man ja, weil die natürlich ihre alten Flugrouten nicht kennen, leitet man die jetzt mit Ultraleichtflugzeugen an und bringt denen diese Flugrouten bei. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, okay, mit viel Aufwand können wir es aber schaffen, das Tier in der Natur wieder zu etablieren. Ja, ja, klar. Ich will es nur noch mal sagen, dass es offensichtliche Probleme gibt, dass da unfassbar viele Tiere leben, die eingesperrt sind. Also das ist ja eigentlich so der wichtigste Punkt, der besprochen werden muss. Das würde ich gerne noch mal weitergeben. Wer entscheidet denn, was gut für die Tiere ist? Wir werden da niemals eine richtige Entscheidung treffen können. Wir wissen ja auch nicht, was ist gut für einen Menschen. Nehmen wir der eine 18-Jährige, der braucht seinen riesigen Garten, der braucht sein Umfeld, der braucht vielleicht einen Hund, mit dem er laufen geht jeden Tag, der braucht den großen Wald, wo er spazieren geht, und der andere 18-Jährige sitzt im 12 Quadratmeter Zimmer und zockt von morgens bis abends. Jonas, was sind unsere Bedürfnisse? Würdest du ihm da zustimmen an dem Punkt? Also ich weiß nicht, wofür das jetzt genau ein Vergleich sein soll. Wenn das jetzt eine Analogie zu Tieren in Käfigen ist, dann ist es unpassend, weil sich beide Jugendliche, 18-Jährige dazu freiwillig entschieden haben. Also ich kann auch den ganzen Tag in meinem Zimmer chillen, aber ich weiß, ich kann auch wieder rausgehen, wenn ich will. Und das kann halt kein Zootier, sondern wir legen uns auf, dass wir behaupten können, ja, wir haben das Recht zu entscheiden, welches Tier wie groß oder welches Tier in welches Gehege gesteckt wird. Aber das ist, also erstmal sind die Maße völlig falsch und völlig verschoben. Und zweitens trotzdem eben die Grundfrage, wer dürfte entscheiden, was eben artgerecht bedeutet. Ja. Okay, vielen Dank euch. Dann würde ich jetzt mal die Kompromissrunde einleiten. Die funktioniert so. Ich habe jetzt auf Basis unserer Diskussion oder eurer Diskussion einen Kompromissvorschlag für euch. Wenn ihr den gut findet, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Wenn nicht, bleibt ihr stehen oder geht einen Schritt zurück. Ich fange mal an. Mal gucken, was ihr zu meinem sagt. Können wir uns darauf einigen, dass als erster Schritt bestimmte Tierarten, also zum Beispiel Menschenaffen, Großbären, für die das Leben im Zoo besonders leidvoll ist, nicht mehr nachgezüchtet werden? Wäre das etwas, worauf wir uns einigen können? Wenn ja, könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zugehen. Erster Schritt. Ihr könnt darauf aufbauen. Ihr seid beide einen Schritt auf mich zugegangen, weil? Weil das eben Tierarten oder Tiergruppen sind, wo wirklich nachweislich die Mehrheit der Tiere in Zoos an extremen Verhaltensstörungen leiden. Und wenn man das wirklich weiß, muss man da auch die Konsequenzen ziehen und da zumindest schon mal ansetzen. Und weiteres folgt dann. Okay, und ihr habt euch aber beide, du Tobi, auch nicht auf mich zubewegt. Warum? Wenn es darum geht, sich da gemeinsam an den Tisch zu setzen und solche Sachen wirklich auf einem Fachwissen basiert aufzubauen und zu erstellen, wäre ich jetzt 5 Meter nach vorne gesprungen. Ich stehe jetzt in einer Position, wo ich nicht mich in der Lage befinde, wo ich einfach einen großen Schritt machen sollte, weil ich da einfach natürlich weder dafür noch dagegen bin, aber mich an den Tisch setzen würde ich sofort. Und ich bin auch einer der mit dazu wem? Bereit ist. Mit wem würdest du dich an den Tisch setzen? Mit jeglichen Tierschützern und mit jeglichen Leuten, die auch in diesen einzelnen Fachbereichen ihre Expertise kennen. Und wenn die alle sagen würden, Großbären nein, dann wärst du auch dazu selbstverständlich bereit? Selbstverständlich, ja. Okay, das ist ja schon mal was. Und du, Tobi? Also ich meine, man muss, was ich schon mal gesagt hatte, eher die Haltungsbedingungen ändern. Und ich meine, ich wäre zum Beispiel lieber ein Orang-Utan im Zoo Plankendeel in Belgien, als auf Sumatra, wo mir die Waldarbeiter die Bäume anstecken, auf denen ich sitze und mir noch Schlimmeres antun. Also ich meine, wie gesagt, dass es auch für diese Tierarten möglich ist,
Lebensräume in Zoos zu schaffen. Okay, dann müsst ihr den Rest jetzt selber lösen. Ihr könnt einmal auf dem gelben Feld und ihr einmal auf dem grünen Feld euch beraten auf Basis der Diskussion und euch einen Kompromissvorschlag überlegen. Wir haben jetzt einige Argumente gehört vom gelben und vom grünen Feld. Was wäre denn an dieser Stelle euer Kompromissvorschlag? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, dann bin ich gespannt, was ihr euch überlegt habt. Und ich fange mit dem gelben Feld an. Was ist euer Kompromissvorschlag für die grüne Seite? Wir haben überlegt, einmal, dass die Artenzahlen reduziert werden, dass die Haltungsrichtlinien verschärft werden, so dass darüber manche Tierarten weitgehend aus Zoos verschwinden, wie es ja auch schon bei einigen Tierarten jetzt passiert ist. Und dass quasi zum Beispiel 5% der Einnahmen unmittelbar an Artenschutzprojekte vor Ort gespendet werden oder dafür zur Verfügung gestellt werden. Okay. Dann würde ich diese Punkte an euch wiedergeben. Reicht euch das, um einen Schritt aufs gelbe Feld zuzugehen? Also ich finde, ihr habt da gute Punkte auch angebracht, aber es reicht eben nicht, weil trotzdem natürlich der Grundgedanke dahinter steht, dass die Zoos weiter betrieben werden mit minimalen Änderungen. Und unser Ziel wäre ja doch immer noch die Abschaffung. Also als erste Schritte auch wiederum würde ich euch da zum Teil zustimmen. Aber es reicht eben nicht aus. Siehst du auch so, Jonas? Sehe ich auch so. Okay, was ist denn euer Kompromissvorschlag? Wir haben eigentlich keinen Kompromissvorschlag gefunden, weil dein Vorschlag für uns schon passend war und wir uns dann gesagt haben, wenn jetzt die Gegenseite da noch nicht mal zustimmen konnte, obwohl wir ja zum Beispiel vorhin bei den Delfinen schon gesagt haben, dass sie da auch teilweise zustimmen, dass zumindest solche Tierarten abgeschafft werden sollten, dann ist es natürlich schwieriger, wenn wir da eigentlich noch mehr fordern würden. Okay, also gar kein Kompromissvorschlag. Ich versuche noch ein bisschen was rauszulocken. Na gut, aber das zeigt natürlich, wie schwer das auch in Zukunft sein wird, dann diese Debatte weiterzuführen, ne? Also ich glaube, im Wesentlichen haben wir zwei Wege, die in die richtige Richtung gehen. Aber zwei unterschiedliche Wege, die sich vielleicht mal berühren, aber niemals kreuzen werden und sicherlich auch niemals zusammen verlaufen werden. Jonas, da kann ich mir vorstellen, dass du es anders siehst. Dass ihr zwei Wege habt, die in die gleiche Richtung gehen? Wenn uns das Wohl der Tiere tatsächlich beidermaßen am Herzen liegt, dann ja, gehen die Wege in dieselbe Richtung. Aber ich persönlich zweifle das ja einfach ein bisschen an. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es überhaupt eine Debatte gibt, weil man braucht Debatten, um Sachen nach vorne zu bringen. Und ich finde es auch gut, dass es Institutionen gibt, die Zoos hinterfragen. Denn ohne dieses Hinterfragen hätte sich vermutlich auch in den letzten 30 Jahren nicht so viel verändert. Und deshalb wünsche ich mir, dass das Hinterfragen weitergeht und dass Zoos auch darauf reagieren und dass auch Zoos Tierrechtsorganisationen nicht grundsätzlich ablehnen, sondern auch zuhören, was die zu sagen haben, um darauf reagieren zu können. Ja, deswegen auch halt super, dass es so ein Format wie dieses hier gibt, was sich einfach jetzt viele tausende Leute anschauen können und dann einfach ein Bewusstsein darüber entsteht, was es bedeutet, heute in Zoos zu gehen, in welche Richtung man vielleicht auch was ändern möchte für sich selber oder allgemein. Man kann sich im Übrigen ja auch für Artenschutz einsetzen, ohne in Zoos zu gehen oder was zu machen. Und das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Aber das ist was anderes. Deswegen cool, dass wir hier sein konnten, denke ich. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute diskutiert habt. Danke euch. Was ich persönlich aus dieser Debatte mitnehme, ist, dass wir wahrscheinlich alle unser Verhältnis zu Tieren überdenken müssen und auch daran arbeiten müssen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das auch schon passiert. Also es gibt immer mehr VegetarierInnen, die Menschen, die Fleisch essen, die achten viel mehr darauf, aus was für einer Tierhaltung dieses Fleisch kommt. Man merkt auch an den Zoos, dass sich in den letzten Jahrzehnten total viel verändert hat. Aber wir müssen diese Debatte noch weiterführen und das können wir zum Beispiel auf diesem Account hier machen. Hier könnt ihr dafür ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Hier oben gibt es ein weiteres Video von 13 Fragen und hier unten gibt es ein weiteres Video zum Thema.